Sieben Zeichen, dass dein Bauch versucht, dir etwas zu sagen. Wichtige Botschaft aus der Körpermitte. Unser kluger Bauch weiß manchmal schneller Bescheid als unser Kopf. Er ist das Zentrum unseres Körpers, aber auch der Mittelpunkt unserer Wahrnehmung für das Unterbewusste. Was unsere Augen noch nicht sehen, unsere Ohren noch nicht hören und unser Verstand noch nicht erkennen kann, hat unser Bauchgefühl längst auf seinem Radar. Es ist sensibel für Stimmungen und ortet negative Energien rund um uns herum. Je früher wir lernen, auf unser Bauchgefühl zu hören, desto besser verstehen wir es und können entsprechenden Nutzen aus den Warnungen und Hinweisen ziehen. Außerdem trainieren wir unsere Antennen, je öfter wir diesen Signalen nachspüren. Wir möchten dir daher in unserem heutigen Podcast sieben verlässliche Anzeichen dafür vorstellen, dass dein Bauchgefühl dir etwas zu sagen hat. Nummer 1. Impulsive Entscheidungen sorgen für Glücksgefühle. Wenn du eine spontane Entscheidung getroffen hast und sie dich in der Sekunde total glücklich macht, obwohl sie weder viel Sinn ergibt noch irgendeine Logik in sich trägt oder gut durchdacht war, sagt dir deine Intuition, dass du damit die goldrichtige Wahl getroffen hast. Eine Welle des Glücks ist eines der deutlichsten Zeichen dafür, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Manchmal hält unser Verstand uns davon ab, Dinge zu verfolgen, die wir aus tiefstem Herzen zwar wollen, uns aber nicht zutrauen. Wir haben Angst davor zu scheitern oder eine unkluge Entscheidung zu treffen, die Langzeitfolgen für uns hat. Wann und warum das Folgen unserer Intuition so derart in Verruf geraten ist, dass wir uns dieses Gefühl kaum mehr erlauben, ist unklar. Vielleicht sind wir jeden Tag mit so vielen Entscheidungen konfrontiert, dass wir verlernt haben, unserem Bauchgefühl zu vertrauen. Dabei sind es vor allem unsere Herzenswünsche, für die unser Bauch sich zuständig fühlt. Ein Hinhören lohnt sich also und ein wenig Mut zu impulsiven Handlungen dann und wann erst recht. Unsere Intuition bringt uns immer dazu, jene Dinge zu verfolgen, die wir uns wirklich wünschen. Sie gibt uns das Selbstvertrauen und die Klarheit, um uns über all die Unsicherheiten zu erheben, die wir fühlen. Dennoch lässt sie uns diesen Sprung vertrauensvoll wagen. Und sie sagt uns, wann wir die richtige Wahl getroffen haben, auch wenn unsere Vernunft eindeutig dagegen spricht. Nummer 2. Du spürst ständige Anspannung und ein Gefühl von Beklemmung. Wenn wir unserer Intuition keine Beachtung schenken, äußert sich dies sehr oft in Gefühlen der Anspannung, des Unbehagens oder einer nicht näher zu definierenden Ängstlichkeit. Wenn wir in diesen Situationen den Ursachen nicht auf den Grund gehen, können solche Zustände so intensiv werden, dass sie sogar körperliche Symptome hervorrufen können. Dazu zählen Kopfschmerzen, Brustschmerzen, Herzrasen, zitternde Hände, ein trockener Mund, Atemnot oder plötzliche Anfälle von Übelkeit und Schwindelgefühlen. Wenn wir uns also ohne ersichtlichen Grund unwohl fühlen in unserer Haut, bestehen realistische Chancen, dass unser Bauch uns dringend etwas mitteilen möchte. Vielleicht überanstrengst du dich und brauchst unbedingt eine Pause. Vielleicht bist du aber auch auf dem Holzweg unterwegs und solltest dringend umkehren. Was auch immer es ist, hör auf die Symptome, bevor sie noch schlimmer werden. Nummer 3. Du hast wiederkehrende Träume. Manche Ideen sind so mächtig, dass sie uns bis in unseren Schlaf verfolgen. Dieser Taktik bedient sich unsere Intuition immer dann, wenn sie bei Tag und bei vollem Bewusstsein nicht zu uns durchdringen kann. In der Nacht hat unser Unterbewusstsein die Oberhand. Es ist empfänglich für alle Signale, die unsere Körpermitte aussendet und die unser Verstand im Wachzustand nicht oder nur sehr abgeschwächt wahrnehmen kann. Die Tiefschlafphasen sind die perfekte weiße Leinwand, auf der unser Bauchgefühl nach Herzenslust seine Botschaften zu Papier bringen kann. Wenn du also bestimmte Träume immer wieder erlebst und sie sehr real und intensiv auf dich wirken, versuch der Botschaft dahinter auf die Spur zu kommen. Nummer 4. Deine Gedanken tendieren immer wieder in eine bestimmte Richtung. Einige Psychologen vertreten die Theorie, dass Gedanken, die unablässig anklopfen und nicht abzustellen sind, unterdrückte Wünsche sind, die endlich an die Oberfläche kommen und gehört werden möchten.
Wenn dein Kopf sich ständig mit den immer gleichen Dingen konfrontiert sieht, solltest du diesen Ideen vielleicht ein wenig mehr Aufmerksamkeit schenken. Sie könnten Erfolg für dich bedeuten, einen neuen Schritt in unbekannte Gebiete oder die Lösung für ein schon recht lange andauerndes Problem. Wenn uns etwas immer wieder beschäftigt und niemals loszulassen scheint, hat dieses sich drehen im Kreis garantiert gute Gründe. Es wird so lange um unsere Aufmerksamkeit buhlen, bis wir uns ihm endlich widmen. Nummer 5. Du warst dir noch nie über etwas so sehr im Klaren. Manchmal überkommt uns ein Gefühl der plötzlichen Erkenntnis. Wir wissen dann im Bruchteil einer Sekunde aus tiefster Überzeugung, dass etwas richtig ist, obwohl es keine logische Erklärung dafür gibt. Es ist im Gegenteil manchmal sogar eine absolut unkluge Entscheidung, die gegen jegliche Vernunft operiert. Solche Eureka-Momente erteilen uns besonders dann, wenn wir es am wenigsten erwarten. Unser Geist und unser Körper müssen in völliger Entspannung sein. Aus diesem Grund empfehlen viele Therapeuten Achtsamkeitstraining und Meditation, weil diese Praktiken uns dabei helfen können, stärker mit unserer Intuition in Verbindung zu treten. Nummer 6. Dieselben guten Gelegenheiten bieten sich dir immer wieder. Es ist erstaunlich, mit welcher Beharrlichkeit sich unser vorgezeichnetes Schicksal gegen unsere eigene Willenskraft stemmen kann, wenn wir uns mit Gewalt unserem Glück verschließen wollen. Wir bekommen nicht nur eine Chance auf das große Los, sondern wir bekommen so lange so viele davon, bis wir endlich zugreifen. Wir sind manchmal so vernebelt und folgen stur unserem Plan, ohne zu erkennen, dass das Universum einen viel besseren für uns auf Lager hat. Unser Bauchgefühl wird leider nicht gehört, deshalb sind die höheren Mächte gezwungen, uns immer wieder vor dieselben lukrativen Möglichkeiten zu stellen, in der Hoffnung, dass wir das Potenzial irgendwann erkennen und letztendlich beherzt zugreifen. Nummer 7. Bestimmte Situationen bereiten dir Unbehagen. So wie unser Bauchgefühl uns auf versteckte Wünsche und Sehnsüchte aufmerksam machen kann, so funktioniert es auch als Alarmsignal bei drohender Gefahr. Oft wissen wir gar nicht, warum uns ein ungutes Gefühl beschleicht, wenn wir bestimmte Menschen treffen oder an manchen Orten unterwegs sind. Ein flaues Gefühl in der Magengegend ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass wir umkehren oder von einem Vorhaben ablassen sollten. Im Umgang mit Menschen ist der berühmte Steinemagen eine der deutlichsten roten Flaggen, die unsere Intuition für uns hissen kann. Die Zeichen stehen dann ganz klar auf Flucht. Was dich erreichen soll, wird auch ankommen. Keine Angst, wenn du deinem Bauchgefühl bisher zu wenig vertraut oder zu wenig Beachtung geschenkt hast. Auch das kann man lernen und trainieren. Entspannungsübungen oder ein Spaziergang in aller Stille können Blockaden lösen und deiner Intuition die Tür zu deiner bewussten Wahrnehmung öffnen. Vertraue alle deinen Gefühlen, du spürst sie nicht umsonst. Deinem Bauchgefühl aber solltest du in Zukunft ganz besonders aufmerksam zuhören. Es wird dein bester Ratgeber, dein verlässlichstes Frühwarnsystem und deine sicherste Rückendeckung sein, wenn du es lässt. Wenn dir unser heutiger Podcast gefallen hat, dann gib uns gern einen Daumen nach oben